in Deutschland, wie in den USA, wie in China. Ne? Also, dass wir irgendwie permanent, sei es aus den verschiedensten Gründen, hauptsächlich wirtschaftlich gesehen natürlich, in der Weltpolitik mitmischen. Und was man bei diesen Menschen und bei diesen Videos gesehen hat und auch immer wieder im Internet liest und alles, für Leute, die dort eine längere Zeit waren oder auch in Urlaub waren, die haben ganz andere Probleme in diesem Land und die fokussieren sich auch auf diese Probleme. Die fokussieren sich nicht darauf, wie viel CO2-Steuer müssen wir jetzt dieses Jahr wieder bezahlen. Hier im Monat, haben nächstes Jahr wird das wieder mehr und dann.